days without water along the sun-soaked road. Good morning. Ich habe so gut geschlafen in dem Bett. Ich werde es so vermissen. Heute geht's ja weiter. Ich muss jetzt alle meine Sachen noch schnell zusammenräumen. Ich habe ja gestern eigentlich schon alles gemacht, aber heute halt noch das Restliche. Und dann gehe ich frühstücken, dann checke ich aus und dann gehe ich noch ein bisschen nach Sydney. Einfach so ein bisschen nochmal durch. Und dann muss ich eh schon wieder losfahren. Angekommen in Byron Bay. Ich bin jetzt beim Wake-Up Hostel. Ich habe euch erzählt, dass ich in einem Mixed Room bin mit 8 Leuten und da werde ich jetzt gleich mal reingehen und schauen. Ich bin super gespannt. Es ist richtig schön bis jetzt. Wie cute einfach. Ich bin, glaube ich, ich habe es einfach vergessen, im 603 und da gehe ich jetzt rein. Ich bin angekommen und es ist, glaube ich, das schönste Hostel, was man jemals gesehen hat. Und bis jetzt sind einfach nur Girls da, Leute. I love it. Ich zeig's euch mal. Das ist mein Bett. Ich gehe jetzt ein bisschen herumschauen. Leute, das sind einfach fast nur Mädels drin. Ein Junge ist drin und der ist, ist verkappelt mit einer. Das ist einfach toll. Und der Raum ist richtig toll, richtig schön. Ich gehe jetzt einfach so ein bisschen herum und schau mal. Wie viel Glück kann man mit einem Raum haben, Leute? Ich komme nicht klar. Wir haben einfach ein kleines Häuschen. Das ist nicht mal ein Raum. Und wir haben einfach ein eigenes Badezimmer. Ich komme gar nicht klar. Und es ist so schön da. Es gibt täglich Morning Classes um 9 Uhr. Dann gibt es so Social-Sachen. Weiß ich nicht, ob ich so social bin, aber schauen wir uns das mal an. Morgen ist so eine Barbecue-Night mit DJ. Weiß ich nicht, ob ich das mache. Aber ich gehe jetzt mal zum Strand. Und ich liebe es hier. Wie schön kann ein Ort sein? Ich dachte, also ich bin verliebt immer noch in Sydney. Aber dieser Ort hier... I'm gonna cry. Leute, das ist so schön hier. Oh mein Gott. Wir haben einfach ein eigenes Badezimmer. Der Abend war richtig schön.
Ich war jetzt noch alleine essen, ich war am Strand, es war so schön. Ich fühle mich jetzt schon so wohl hier. Vielleicht mache ich auch einen Tag länger. Mal schauen. Ich bin noch spontan. Und ich gehe jetzt duschen. Danach arbeite ich ein bisschen. Aber ich freue mich so sehr. Das wird so toll. Ich werde jetzt duschen, habe es mir bequem gemacht und jetzt work ich noch ein bisschen. Richtig wohl hier. Krass, hätte ich mir nicht gedacht. Toll. Auch mit dabei. Ich habe den Sonnenaufgang geschafft heute. Und es ist wirklich ein Sonnenaufgang heute. Wow! Ich habe heute endlich den Sonnenaufgang geschafft und jetzt bin ich in das Café nebenan gegangen und habe mir ein Chia-Pudding bestellt und ein Kaffee, das kommt gleich. Und gleich ist dann jetzt auch noch die Yoga-Stunde. Ich freue mich richtig. Es hat leider gerade angefangen zu regnen, deswegen habe ich mich ein bisschen hier gerettet, aber ich freue mich sehr. Ich gehe jetzt zum Yoga und ich war gerade Kaffee trinken. Bisschen cringe, dass ich hier filme, aber naja. Und die Kellnerin, das war so eine süße Maus, die war, ich weiß nicht, ich finde Menschen, die nett sind, die können einen so krass den Tag verschönern. Was ich vorher sagen wollte, ist, dass die Kellnerin so lieb war und dass die irgendwie so eine krasse Energie versprüht hat. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie viel Einfluss man auf andere Menschen hat, ohne das vielleicht so richtig zu wissen. Aber auch so Kleinigkeiten wie eine Kellnerin in einem Café oder wenn man jetzt so durch die Straßen durchgeht und andere Menschen vielleicht so anlächelt. Gestern zum Beispiel hatte ich meine Haare offen und dann hat so ein Mann gesagt, er möchte jetzt nicht komisch rüberkommen, aber er findet meine Haare schön. Das wollte er jetzt einfach mal sagen, weil er halt öfter Komplimente aussprechen wollte und er sich das vorgenommen hat, einfach immer offen zu sagen, was er denkt. Und ich fand das so lieb. Also der war überhaupt nicht creepy oder so. Und das war richtig lieb. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das auf jeden Fall auch machen möchte und mehr darauf achten möchte, dass ich zu anderen Menschen nett bin. Und ich möchte, dass ich den Tag verbessere von anderen Menschen durch kleine Gesten. Genau, ich wollte das jetzt mit euch noch teilen. Ich habe richtig gut geschlafen hier. Die Menschen sind auch alle richtig, richtig lieb. Ich fahre jetzt mit dem Bus in die Stadt und nehme euch mit dem Handy mit. Ich bin jetzt in die Stadt gefahren. Hier gibt es richtig cute Shops. Ich bin ein bisschen überfordert und schaue gerade so ein bisschen herum. Ich gehe jetzt zu so einem Café, wo man so Armbänder machen kann. Ich habe leider den Namen vergessen. So, jetzt habe ich jemanden gefragt und jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Leute. Was ist mit mir? Aber die Frau meinte, ich soll einfach die Straße weiterlaufen, zwei Blocks weiter. Und da soll das anscheinend sein.
Und ich schaue jetzt einfach. Ich werde es schon irgendwie finden. Ich war jetzt im Aldi. Hier gibt es einfach ein Aldi. Ich habe mich richtig gefreut. Was ich vermisst habe, ist die Brotbox. Jetzt habe ich was zum Essen gekauft. Und setze mich zum Strand und esse ein bisschen. Ich war jetzt gerade ein bisschen alleine worken in einem Café, habe den Podcast geschnitten, Heart to Heart mit Pauline und habe ein bisschen Stories bearbeitet und ich wollte euch ganz kurz mal so ein Update machen. Vielleicht ganz kurz so ein paar Gedanken teilen. Und zwar bin ich ja nicht so die Partymaus oder ich bin nicht so die Extrovertierte, die die ganze Zeit in Menschengruppen ist. Und hier, dieses Hostel ist super sozial, also die Menschen hier sind super, also was ich jetzt so mitgesehen habe, sind super offen, auch total liebe Menschen, aber eher so ein bisschen Partymenschen, viel Alkoholmenschen und das bin ich halt gar nicht und ich weiß auch, dass ich das nicht bin und dass ich das nicht möchte. Und deswegen ist es eher so, dass ich mich gerade so ein bisschen, also ich habe auch hier ganz liebe Zimmer Mitbewohnerinnen, die auch schon gefragt haben, ob ich mal mitkommen möchte zu so einem Barabend und so weiter. Und ich muss sagen, mir gibt das einfach total Anxiety oder einfach so ein bisschen zu einer großen Gruppe dazu zu stoßen und so, ich weiß nicht, das ist einfach so, da fühle ich mich einfach richtig so unwohl. Und deswegen habe ich mich heute schon ein bisschen schlecht gefühlt oder habe mir gedacht, so, mache ich das Ganze falsch oder sollte ich, keine Ahnung, anders sein? Sollte ich mitgehen und einfach trotzdem dabei sein? Das ist genau die eine Sache, mit der ich schon richtig lange struggle, dass ich einfach... Ich bin sozial, aber nicht so sozial. Und das ist eine Sache, die ich eben, wo ich lange gebraucht habe, dass ich die akzeptiere an mir. Und das ist jetzt auch eine kleine Challenge für mich, dass ich das einfach weiterhin so akzeptiere und einfach das mache, was sich für mich gut anfühlt. Und ich weiß auch, dass es richtig ist, so wie ich bin und dass es auch kein richtig und falsch gibt beim Alleinereisen. Und ich mache aktuell so gerne Dinge alleine und ich muss einfach nicht mit einer Gruppe mitgehen. Aber das sind einfach gerade so meine Gedanken und meine Gefühle und meine Struggles. Und ja, ich liebe einfach das, dass ich am Abend in meinem Bett liege und arbeite und Videos schneide und einfach Dinge mache, die mich gut fühlen lassen, mit Freunden telefoniere. Und ich mag einfach wirklich nicht, ich hätte keine Energie, am Abend noch in eine Bar zu gehen. Genau. Ich bin gerade back von der City. Heute ist ein neuer Tag. Ich habe heute so gut wie nichts gefilmt. Aber ich hatte so eine Erkenntnis, die ich mit euch teilen wollte. Oder einfach so eine Sache. Ich habe es irgendwie die letzten Monate eh auch schon so ein bisschen angesprochen auf meinem Kanal. Und zwar ist es, dass ich ein bisschen so auf meinen Zyklus achten möchte. Und schauen möchte, was für Anzeichen es gibt und ob ich PMS habe und so weiter. Weil mir ist es aufgefallen, dass ich halt immer so einmal im Monat so einen richtigen krassen Unsicherheitsschwung habe oder so eine Zeit habe, wo ich mich einfach so weird fühle und so voller Unsicherheiten und hinterfrage alles und ich dachte irgendwie nie oder ich habe nie das mit, also so im Zusammenhang gebracht mit meinem Zyklus und ich habe das in den letzten Vlogs auch schon immer mal wieder angesprochen, dass ich das bemerkt habe, dass es immer so die Woche davor ist, also so PMS-mäßig und es ist jetzt heute wieder, ich habe mich heute wieder so weird gefühlt und so voller Unsicherheiten, habe ich auch gestern schon so ein bisschen gemerkt und dann war ich so, warte kurz und dann habe ich auf meinen Kalender geschaut und dann ist es mir aufgefallen, dass es einfach wieder PMS ist und das ist richtig anstrengend, aber irgendwie gut zu wissen, dass es daran liegt und dass ich nicht verrückt bin, sondern dass es einfach wirklich hormonell ist. Und jetzt, wo ich das wirklich weiß, ich habe das jetzt die letzten 4-5 Monate beobachtet und es war wirklich jeden Monat so, möchte ich irgendwie lernen, damit umzugehen und lernen,
wie ich mit mir selber dann umgehe, wenn ich das habe. Ja, also ich fühle mich irgendwie jetzt gut, dass ich es weiß und wollte es mit euch teilen. Vielleicht geht es euch ja auch so. Achtet mal unbedingt darauf, weil Hormone können so viel machen und auch so mentale Sachen. Und wenn man sich immer wieder unsicher fühlt oder immer wieder sowas hochkommt, dann habe ich immer mich selber total in Frage gestellt und dachte so, woher kommt das denn jetzt? Und wenn man es weiß, dann kann man irgendwie lernen, damit umzugehen. Das heißt, ja, das war jetzt gerade meine Erkenntnis, die ich hatte. Ich war übrigens auch im Meer drin, deswegen sehen meine Haare so aus. Da kümmere ich mich heute drum. Ich werde richtig meine Haare waschen und hatte jetzt auch so ein bisschen Me-Time, sage ich mal, in der Stadt. Also ich habe ein paar YouTube-Videos geschaut, habe mir eine Acai-Bowl geholt, habe mich zum Strand gesetzt und es war total schön. Und jetzt wollte ich ganz kurz ins Zimmer gehen. Ich muss den Podcast schneiden, das mache ich jetzt gleich. Gestern habe ich mein YouTube-Video geschnitten und danach gehe ich auch zum Strand, hier aber, und wollte journalen. Also ich habe mein Journal mitgenommen und ich wollte mal so ein bisschen länger journalen, also einfach so meine Gedanken aufschreiben. Und that's the plan, aber zuerst mein Video. Ich fühle mich hier heute nicht so gut. Und immer wenn ich mich nicht so gut fühle, habe ich so ein paar Dinge, die ich machen kann. Punkt 1 ist es, jemanden zu schreiben und mit jemandem zu telefonieren. Das geht leider nicht, weil es gerade mitten in der Nacht ist in Österreich und Deutschland. Punkt 2 ist es Bewegung und vor allem Tanzen. Und hier in Byron Bay gibt es nicht wirklich Tanzstudios. Und ich dachte mir, wir haben ja hier in diesem Raum Yoga gemacht. Deswegen habe ich mal nachgefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich mir den Raum ausleihen kann. Und die haben mir dann einfach den Schlüssel gegeben. Ich musste nur meine ID hinterlegen. Und jetzt habe ich einen ganzen Raum für mich. Und ich habe mir überlegt, dass ich eine Choreo selber mache. Ich habe die ganze Zeit eine Choreo in meinem Kopf drin, die ich gerne selber machen möchte, schon ganz lange. Und ich hatte nie einen Raum dafür. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach eine Choreo selber. Und zwar das von James Arthur, das Lied Trainwreck. Das ist so, das würde ich eigentlich ganz gern choreografieren, mal schauen. Es ist ein bisschen weird, weil jeder kann hier reinschauen. Hier ist zu. Vielleicht ist es komisch, aber ganz ehrlich, Leute, niemand kennt mich hier. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich ziehe mich jetzt um. Ich habe noch mein Bikini an, aber ich habe meine Tasche gepackt. Und werde choreografieren und ich bin sehr excited. Zeige euch dann auf jeden Fall die Choreo. Vielleicht morgen, weil jetzt gerade habe ich meine Haare gewaschen. Aber jetzt, heute choreografiere ich die. Ich weiß gar nicht, ob ich mich heute schon gemeldet habe. Ich bin gefühlt seit 100 Stunden wach. Ich habe bis jetzt jeden Tag den Sonnenaufgang angeschaut und muss echt sagen, dass es so toll ist. Ich liebe es total. Der Sonnenaufgang ist hier auch wirklich traumhaft schön. Und mir geht es auch richtig gut, weil ich die letzten Tage zu früh aufgestanden bin. Weil dann habe ich echt noch ein bisschen Zeit, um mit ein paar Menschen zu telefonieren und einfach abzudaten. Und das ist nämlich schon weird, wenn ich aufstehe und niemand ist mehr wach. Das ist total komisch, weil dann habe ich immer das Gefühl, ich verpasse alle. Aber heute fühle ich mich richtig gut. Gestern, das hat auch so gut getan, das mit dem Tanzen. Und ich bin froh, dass ich irgendwie immer mehr kennenlerne und darauf achte oder auch weiß, wieso ich so bin, wie ich bin oder wieso ich so fühle. Und dass ich das mit dem PMS herausgefunden habe, ist auch... Ich chill gerade noch kurz im Zimmer, weil ich meine Geräte aufladen muss. Und ich dachte, ich nutze ganz kurz die Zeit, weil ich gerade meine DMs ein bisschen durchgegangen bin und jemand gefragt hat, ob ich vielleicht mal meine Wenn-Dann-Liste teilen kann. Und die Wenn-Dann-Liste, falls ihr das nicht kennt, das habe ich irgendwann mal angefangen. Und zwar, ich kenne mich mittlerweile. Ich weiß zum Beispiel, ich habe entschlossen, dass ich nach Australien gehe und ich weiß, dass es Momente gibt, wo ich confident bin, also wo ich so richtig... so bin, so, oh mein Gott, ja, ich freue mich voll. Und dann gibt es aber auch Momente, wo ich wahrscheinlich richtig Zweifel habe und am liebsten wieder den Flug stornieren möchte. Und deswegen mache ich meistens immer so Wenn-Dann-Listen. Das heißt, wenn ich Zweifel habe, dann habe ich eine Liste voll mit Gründen, wieso das cool ist oder wieso ich das unbedingt machen möchte. Und so habe ich das zum Beispiel jetzt auch mit dem Thema PMS. Also ich weiß, dass es kommt und ich weiß dann auch, was ich mache.
Das heißt, falls ihr das auch anfangen wollt, falls ihr da irgendwie vielleicht auch irgendwas habt, das kann zum Beispiel Prüfungsangst sein. Wenn ihr Prüfungsangst habt, dann öffnet diese Notiz. Oder wenn ihr Angst habt vor etwas oder euch unsicher fühlt, es gibt so viele Dinge, wo man das anwenden kann, dann macht entweder eine Notiz auf eurem Handy oder ihr könnt das so gestalten, wie ihr wollt, und schreibt dann Dinge hin, die euch gut fühlen lassen oder die euch dann wieder das nötige Selbstvertrauen zurückbringen. Oder ihr habt einfach so ein Rezept, das ihr macht, wie zum Beispiel bei mir, dass ich mir gestern einen Tanzraum gemietet habe, oder ich rufe jemanden an, dass man einfach nicht so... Ich finde immer, wenn man sowas hat, dann kann es sein, dass man so in so ein leichtes kleines Loch reinfällt und dann gar nicht sich selber zu helfen weiß. Deswegen habe ich angefangen, eben so kleine Helferchen zu machen, wie ich besser durch mein Leben komme. Und ja, das ist eigentlich alles. Und es ist komplett individuell. Das heißt, meine Wenn-Dann-Listen, die bringen euch wahrscheinlich nichts, aber die Idee finde ich richtig toll. Und ja, vielleicht hilft es euch ja auch, oder vielleicht gibt es auch irgendwie was, wo ihr sagt, okay, das könnte mir irgendwie auch total gut helfen. Was ich sagen wollte, jetzt habe ich auch mal die bessere Kamera genommen. Was ich sagen wollte, ist, dass das Leben so viel einfacher ist, wenn man auf sich selber hört und wenn man seine eigenen Gedanken und Gefühle ernst nimmt und nicht immer so denkt, wieso denke ich das oder wieso bin ich so, oder sich selber verurteilt für Gedanken und Gefühle, sondern herausfindet, wieso man die hat. Und wenn man das so ein bisschen dokumentiert, zum Beispiel wie es bei mir ist, dass ich immer so eine negative Phase habe vor meinen Tagen, dann kann ich mich darauf einstellen, dann kann ich schauen, okay, dann weiß ich, woher das kommt, und ich bin nicht so, ich denke mir jeden Monat, ob ich verrückt bin, ob wieso ich gerade so denke und so weiter. Und jetzt weiß ich es langsam und jetzt kann ich irgendwie besser auf mich selber eingehen und das Leben ist so viel einfacher dadurch. Genau. Ich lege jetzt wieder die Kamera weg. Sagt mir unbedingt, ob das okay ist für euch, wenn ich hin und wieder mit dem Handy mitfilme. Ich finde aber, das Handy hat echt eine richtig gute Qualität, deswegen hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm ist. Ich werde aber dann in Brisbane und so weiter, werde ich dann wieder mehr mit der Kamera filmen, weil da ist weniger Sand, aber dieser Sand ist überall und ich habe so Angst, dass der irgendwie sich irgendwo rein frisst und dann nie wieder rausgeht, deswegen lasse ich die Kamera meistens im Zimmer. Und übrigens, morgen geht es für mich schon weiter an die Gold Coast. Da habe ich ein Airbnb gebucht, weil das Airbnb gleich teuer war. Das hat nur 40 Euro die Nacht gekostet. Beziehungsweise das ist ein Zimmer in einem Airbnb, aber das sieht vom Foto her richtig toll aus. Bin schon sehr gespannt und freue mich wieder sehr auf alleine schlafen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich hier richtig gut geschlafen habe. Aber ich mag den Mix total zwischen Socializen hier und dann wieder irgendwo hingehen, wo ich dann alleine bin. Und dann, ja, ich mag den Mix voll. Mein Plan of the Day, ich weiß gar nicht, habe ich es euch erzählt, aber ich wollte jetzt mir ein Fahrrad ausleihen und dann ein bisschen mit dem Fahrrad die Gegend erkunden. Und ja, das ist mein Plan eigentlich. Möchte einfach so ein bisschen herumfahren und bin schon lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Verurteilt mich nicht, aber ich habe jeden Tag das gleiche Outfit an. Ich wasche das auch. Ich finde, man kann es hier richtig gut waschen, und wenn ich es über Nacht draußen aufhänge, dann ist es am nächsten Tag wieder trocken. Aber ich fühle mich in keinem anderen Outfit aktuell so wohl. Es ist stretchy, es sieht gut aus, ich fühle mich wohl. So, what should I do? Ich zeig's euch. Ich weiß, ihr habt das jetzt bestimmt schon 1000 Mal an mir gesehen. Aber ich habe das Gefühl, gerade für eine Fahrradtour ist es doch das perfekte Outfit. Und ich düse jetzt los. Habe ich euch eigentlich schon den Raum gezeigt? Ich glaube schon, oder? Also hier ist einmal ein richtig riesiges Fenster, wo man so rausschauen kann. Dann ist hier so ein Viererbett. Hier schläft ein Junge, der kommt aus Deutschland. Hier unten schläft einer aus der UK. Hier unten schläft eine Ärztin aus der UK, richtig krass. Hier schlafe ich. Dann geht's weiter. Und hier ist auch noch ein Fenster. Ja. Übrigens, falls ihr auch mal in einem Hostel seid, ich persönlich finde das untere Bett angenehmer. Ich habe jetzt einmal im unteren und einmal im oberen geschlafen. Und ich mag das untere eigentlich mehr, weil man kann erstens seine Sachen unten rein verstauen hier. Und zweitens kann man einen Vorhang drüber machen, was ich nice finde. Und deswegen würde ich das untere Bett empfehlen. Auf jeden Fall, ich drehe mal die Kamera. Hier sind Spinde, wo jeder einen Spind hat. Ich habe meine nicht mal zugemacht.
So. Dann ist hier ein Kleiderschrank, wo eigentlich nichts drin ist. Hier ist nochmal das Fenster. Geht man hier weiter. Hier ist das Badezimmer. Und hier geht es dann weiter. Hier sind auch zwei Betten. Und hier oben sind auch zwei Betten. Und hier ist ein großes Fenster. Und genau, ich zeige jetzt nicht so viel aus Respekt zu den anderen, weil das hier ihre privaten Sachen sind. Aber ich wollte euch so ein bisschen zeigen. Genau, jetzt gehe ich mir das Fahrrad ausleihen. Die Anlage hier ist wirklich wunderschön. Also ich kann euch das Wake Up Hostel total empfehlen, falls ihr mal hier seid. Ich habe mir ein Fahrrad ausgeliehen und der erste Fail ist, ich bin auf der falschen Seite gefahren. Well, das war doch logisch, dass das passiert, oder? Das hier ist wirklich mein Dream-Ort. Es ist so wunderschön hier. Ich war jetzt kurz in der Stadt was essen und habe mich dann zum Strand gesetzt. Da war ich die letzten Tage auch schon. Und ich habe mir gerade Skittles gekauft. Ich bin ein kleines Opfer für sowas. Und zwar sind das Smoothie-Skittles. Kannte ich nicht und deswegen machen wir einen Taste-Test. Wir probieren das Orange. Das schmeckt richtig gut. Übrigens vorhin zwei super liebe Mädels angesprochen, weil ich so ein bisschen gehört habe, dass die vielleicht Deutsch reden. Das war Schweizerdeutsch. Und die waren so lieb und jetzt habe ich mich mit ihnen verabredet für später, beziehungsweise habe ich gefragt, ob sie Lust hätten, was zu machen, also ob wir vielleicht so surfen wollen oder so. Und die waren total lieb und meinten gerne. Deswegen mache ich das dann. Ich bin jetzt ein Stückchen gefahren mit dem Fahrrad wieder und bin hier mal angehalten. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Aber ich habe gesehen, dass das auch hier so ein Strandabteil ist. Also schaue ich mir das mal an. Und ich bin ein bisschen proud, weil ich fahre einfach ohne Google Maps und finde einfach alles. Also ich war gerade ohne Google Maps, habe ich es in die Stadt geschafft. Bin jetzt wieder fast nach Hause. Okay, ich sehe schon, das ist ein Strand. Mega schön, wie immer. Die Strände hier sind wirklich ein Traum. Wowie. Wowie. Das ist schön. Oh, ich gehe hier mal raus. Wow. Ich bin jetzt wieder back und war gerade im Zimmer. Es sind gerade neue eingezogen und ich habe jetzt ein paar Deutsche auch kennengelernt. Im Zimmer. Oh mein Gott, hier ist es richtig warm. Die sind aber auch mega lieb, also langsam. So lerne ich ein paar Leute kennen. Ich bin auch später mit welchen verabredet. Aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Und ja, wie man sehen kann, bin ich wieder im Tanzraum. Das ist jetzt mein persönlicher Tanzraum. Und werde ein bisschen die Choreo weitermachen von gestern, weil ich echt Lust habe und das gerade echt so meine Bewegung ist, die ich richtig gerne mag. I did a lot of bad things and never did I give in just 'cause the thought. Eine Aufwärmrunde. Es ist so warm. Logischerweise. Es ist 2 Uhr nachmittags. Aber ja. Sobald ich tanze, merke ich das nicht mehr so. Können wir aber ganz kurz mal drüber sprechen, wie schön das hier ist? Ich hatte heute so den sozialen Tag, das ist richtig krass, weil ich die letzten Tage eigentlich
sehr viel alleine war. Und ich habe jetzt eine Stunde lang mit meiner Zimmerbewohnerin, die ist von Amsterdam oder halt von, wie heißt das? Niederlande, so, gesprochen. Es war richtig toll. Die ist auch voll der liebe, offene Mensch. Und jetzt, das war so lustig, Leute. Ich habe einfach eine Followerin gerade getroffen. Hier in Australien. Und vor allem, wir haben vor einer Woche geschrieben miteinander. Und sie meinte, hey, wir haben vor einer Woche geschrieben. Und ich war so, hä? Richtig krass. Crazy. Das finde ich crazy. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich bin jetzt wieder in der Stadt und wollte jetzt einkaufen gehen, weil ich heute mal das erste Mal kochen wollte im Hostel. Ich habe mich irgendwie die letzten Male nicht so wirklich drüber getraut. Ich weiß nicht wieso, das ist total weird, aber ich wollte jetzt was kochen. Und zwar Nudeln. Ich habe richtig Lust drauf. Deswegen gehe ich jetzt zu Aldi und kaufe Nudeln. Ah, hier ist er eh schon. Und treffe mich dann. Ich habe heute super viele Dates irgendwie. Also heute ist mein letzter Abend. Das heißt, es ist irgendwie richtig doof, dass ich auf einmal so viele Leute habe, mit denen ich was machen könnte. Depths of silence, where echoes remain. You were the sunrise, and I was the rain. Collision of souls, opposing and flight. I was the darkness, you yearned for the light.